Okay, meine lieben Tropikaner, willkommen zurück zu Let's Play Tropico 4. Wir sollen den Mindestlohn auf 20 setzen. Das könnt ihr vergessen. Jetzt noch nicht. Ich bin froh, dass wir überhaupt auf die 50.000 gekommen sind, denn jetzt können wir ordentlich bauen, machen und tun. Und da freue ich mich sehr drauf. Also erst einmal Apartments erforschen und für die Wohnqualität sorgen, dass die hochgeht. Wir werden auch noch weitere Parkhäuser benötigen. Da werden wir hier noch irgendwo eins hinstellen. Am besten gleich neben das Apartment. So, Apartment, Parkhaus. Und dann kümmern wir uns um die Rumdistillerien. Ja, es ist so, dass ich natürlich versuchen möchte, so viel Geld wie möglich rauszufischen. Und das Geld werden wir hauptsächlich nur dann bekommen, wenn wir uns darum kümmern, dass wir sowieso schon höhere Löhne zahlen. Versucht hat, Pfarrer Esteban gewaltsam aus einer Bar zu holen, damit er die Messe in der neuen Kirche abhält. Seitdem werden einige Soldaten vermisst, vermutlich betrunken. Jo, passiert. Pfarrer sagte Folgendes. Noch so einen, aber einen großen. Wir haben jetzt zumindest schon mal eine Rumdistillerie und können hier oben alles weitere bauen. Da bin ich ganz froh drüber. Und wir brauchen natürlich noch die Windturbinen, um dann auch für Strom zu sorgen und die Wohnqualität zu verbessern. Was genau müssen wir beachten? Also ich werde wahrscheinlich kaum noch Zuckerplantagen anbauen. Wir werden hauptsächlich das Ganze importieren, um es dann zu verkaufen. Und warum das Ganze? Einfach nur, weil wir sonst echte Probleme bekommen. Denn wenn ich jedem auf der Plantage 20 Dollar statt 15 bezahlen würde, würden wir kaum noch Plus machen. Exporte 5.233 auf Lebenszeit, Löhne schon 1.040. Das Fünffache würde bedeuten, wir würden kaum noch irgendwie Gewinn machen. Löhne hier auch 730 Dollar auf Lebenszeit, aber 4.500 verbraucht. Also ich muss gucken, wie wir das machen. Es ist gar nicht so einfach, sich hier irgendeinen Plan zu überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es doch sehr, sehr schwer ist, hier überhaupt irgendwie Fuß zu fassen. In einer solchen Landschaft. Da wird was angepflanzt, ja, ist egal. So, jetzt haben wir schon mal eine lange Straße. Da kommt die Rumdistillerie hin. Brauchen wir weitere Arbeiter. Das heißt auch weitere Wohnungen, weitere Apartments. Stellen wir hier mit hin, dann wird hier nochmal ein neues Gebiet entstehen. So, ein weiteres Parkhaus. Einmal kurz drehen. Agent Sascha, schön, dass Sie Ihren supergeheimen Bunker in Russland verlassen konnten, um heute bei uns zu sein. Ich wollte Sie schon immer fragen, wie kommt es, dass Ihr Haar so glänzt? Genossin Sunny, ich freue mich, hier in Tropico zu sein, um das Licht des Kommunismus für zukünftige Generationen zu verbreiten. Ja, ja, alles schön und gut, aber sagen Sie, wie haben Sie so prächtiges Haar hinbekommen? So, dann haben wir hier jetzt nämlich auch ein Parkhaus für die Leute, die oben die Papayas anpflanzen. Und wir brauchen Essen. Essen ist wichtig. Ich denke mal, hier wird hauptsächlich das Essen stehen. So, und Unterhaltung auf 60 erhöhen. Das nehme ich jetzt schon mal an. Die Herausforderung nehme ich an. Außerdem müssen wir noch ein zweites Präsidentenmuseum bauen. Das machen wir dann hier drüben mit hin. Infrastruktur nicht. Unterhaltung, Präsidentenmuseum. Bitteschön. Da kommt das Apartment. Ein zweites wird auch noch gebaut. Wir kriegen das hin. Das wird gut. Ein Unglück, Präsident. Alle deine Frauen haben Geburtstag. Na, dann gebe ich dir 5.000. Weil wir das Geld haben. Ist das schön. Gut, wir haben uns bisher um Freiheit gekümmert. Medizinische Einrichtungen müssen noch her. Das ist richtig. Das werden wir auch noch tun. Wir haben jetzt ganz viele Hochschüler, die eben auch als Journalisten arbeiten oder als, hier sind Oberschüler drin. Ja gut, als Lehrer.
sonst natürlich als nichts weiter. Wir werden versuchen, irgendwann den wunderbaren Rum hier zu exportieren. Hier kommt keiner arbeiten. Warum nicht? Wir haben 3 Hafenarbeiter, aber nicht einer ist am Arbeiten. Geben Sie auch alle keine Mühe. Na, wo willst du hin? Oh, du fährst zum Hafen, das ist aber nett. So, dann können wir wenigstens wieder ein bisschen was verkaufen. Und eventuell demnächst für Strom sorgen. Also, die Löhne von 20 werden wir also nur einhalten können, wenn wir dementsprechend natürlich sehr viel exportieren. Das heißt, die Rumdistillerie ist wichtig. Ich bin froh, dass wir da ganz viele Arbeiter finden, die dort arbeiten wollen. Oder müssen. Weil es nichts anderes gibt. Wir haben noch sehr wenige freie Wohnungen. Deswegen gibt es sehr viele Hütten hier bei der Nähe der Farmen. Und Plantagen. Eventuell muss ich hier noch eine weitere Mietwohnung hinstellen. Jetzt machen wir einfach mal eine weitere Mietwohnung. Und dann kommt der Arzt gleich daneben. Infrastruktur, Wirtschaft und Wohlstand. Eine Klinik. Keine halben Sachen. So, wir sollen jetzt mit den Exporten 500.000 verdienen. Das werden wir schaffen. Und dann haben wir das auch abgeschlossen. Das mit dem Mindestlohn, da werde ich vorher speichern, bevor ich irgendwas anderes mache. Ein Schiff hat angelegt. 2 neue Einwanderer für Tropico. Jetzt haben wir 154 Leute bei uns in der Stadt. Das ist natürlich nicht allzu viel. Ehrwürdiger Herrscher. Fischkonserven. Dafür müsste ich noch viel mehr Fisch abfarmen. Aber hier wird schon alles abgefarmt. Eventuell muss ich die Fischleute hier noch mit hinsetzen. Oder da. Da ist auch sehr, sehr gut. Können wir sogar 2 oder 3 sogar hinsetzen. Hier noch 1 bis 2. Wir haben ein Problem mit dem Gehorsam. Ja, ja, wir werden uns auch bald um ein Arsenal kümmern. Wie sieht's aus allgemein mit der Disziplin, mit der Bedrohungsstufe? 1 Rebell nur, alles ist gut. Klinik wird gerade fertig gebaut, dann haben wir nämlich mehrere Ärzte. Die werden sich um das Gesundheitswesen kümmern. 21.000 haben wir jetzt hier von den 500.000 schon verdient aus Exporten. Das neue Präsidente Müsli. Vollständig biologisch für Leute wie Sie, Sunny. Aus Substanzen, die nicht mal Tiere fressen würden. Ein Müsli kann gar nicht biologisch genug sein. Aber die Marke Präsidentin läuft gut, oder? Klar. Er ist so beliebt, dass ich unter seinem Namen einfach alles verkaufe. Gut, dann haben wir jetzt schon mal genug Essen. Essen ist wichtig. Wir werden mal noch eine Farm machen für Ananas. Wenn ich denn meine Konservenfabrik baue, dass wir dementsprechend natürlich auch Ananas konservieren können. Hintenrum geht keine Straße, nur so rum. Gut, das reicht erstmal. Weiter warten. Schwierig, sehr schwierig. Bin froh, dass die Straßen gerade sind, dass ich die Gebäude wenigstens ordentlich bauen kann. Da ziehen jetzt die nächsten Leute ein. Theoretisch dürften wir eigentlich nicht viele Obdachlose in der Stadt haben. Bei 156 Leuten haben wir echt viele Wohnungen. Bevölkerung, Überblick, Wirtschaft. 13 Wohnungen sind noch frei, 12 Obdachlose gibt es, also es sieht sehr, sehr gut aus. Ehrwürdiger Herrscher. Ja, ja, Konservenfabrik kommt noch. Keine Sorge, lass erstmal die Rumdistillerie anlaufen. Hier habt ihr auch noch den teuren Gewürzrum. Kann sogar noch mehr verkaufen. Die Arbeitsbedingungen werden steigen. So, die verdienen schon 20, die Hochschüler. Wir sollen den Mindestlohn für alle auf 20 festlegen. Das ist so krass. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Bin froh, dass wir überhaupt 2 Fuhrparkbüros haben, die jetzt im Moment alles abklappern. Aber hier liegt einiges bereit. Jetzt nicht mehr. Okay, wurde abgeholt. Bei der Vieh Ranch werden wir die gleich mal ausbauen. Ziegen und Lamas können so bleiben, wie sie sind.
Staatshilfen haben wir auch noch bekommen. Sieht gut aus. Dann bauen wir jetzt unser Ministerium. Wo stelle ich das denn noch hin? Am besten hier bei der Müllkippe. Wir brauchen auch noch unser Außenministerium. Das ist diesmal nicht kostenlos, wohlgemerkt. Können die Leute dorthin laufen? Ist ein bisschen ungünstig, ne? Dann stellen wir das hier drüben mit hin. Okay, die Ministerien werden gebaut. Dann hoffen wir, dass wir die Handelspreise ein bisschen beeinflussen können. Unterhaltung steigt, wenn auch nicht doll. Polizeiwache brauchen wir langsam mal. Passt hier nur knapp hin. So, passt da auch noch ein Parkhaus hin? Das wäre super. Nee, natürlich nicht. Ist viel zu fett. Machen wir das hier mit hin. Ananas und Papayas werden angepflanzt. Und demnächst gibt's die Konservenfabrik. Ich werde gesegnet. Das ist aber schön. Vor dem Ministerium. Ersten Berichten zufolge ist ein Kampf unter den Möchtegern-Ministern ausgebrochen. Der Anzahl an Bewerbungen nachzuurteilen, befindet sich Tropico offiziell in einem Bürgerkrieg. Nur noch 2 Obdachlose. Ansonsten haben wir alles geschafft. Haben alle irgendwo untergebracht. Das ist gut. Fürs Auswärtige Amt kriegen wir außergewöhnlich Überdurchschnitt. Mies außergewöhnlich Überdurchschnitt. Überdurchschnitt nehmen wir. Bildung. Bildung. Außergewöhnlich Unterdurchschnitt. Unterdurchschnitt. Ist okay. Wirtschaft. Außergewöhnlich gut Unterdurchschnitt. Außergewöhnlich Überdurchschnitt. Mies. Nehmen wir dich. Inneres. Gibt's gar keinen. Verteidigung. Außergewöhnlich Unterdurchschnitt. Mies. Ausgerechnet natürlich bei den Dingen, die gut sein müssen. Da ist es nicht gut, aber wir nehmen den. Einen Innenminister brauchen wir noch, das machen wir später. Jetzt brauchen wir erstmal Kohle. 17.000 sollen kommen. Wir haben jetzt einige Minister. Wahrscheinlich wird sich El Diablo wieder aufregen, dass wir einen auswärtigen Minister haben, einen Ausländer als auswärtigen Minister. Aber da hat El Diablo ganz schön Pech gehabt. Ein Schiff nähert sich dem Hafen, verkauft was. Sehr gut. Oh, wenigstens wieder Kohle. Die Wirtschaft brummt. Ja, wir haben unsere Schulden begleichen können und das ist toll. Neutrale Politik pro UdSSR oder pro USA? Das ist eben die Frage, was wollen wir machen? Natürlich möchte ich mich mehr der USA zuwenden, weil die nun mal mehr kapitalistisch veranlagt sind. Und wenn wir wirklich ein Traumland, ein finanziell ansprechendes Land haben wollen, dann geht das nur, indem wir mit der USA kooperieren. So, einen neuen Hafen bauen. Eine Straße, die runterführt zum Hafen. Dann bauen wir hier nämlich auch die Konservenfabrik mit hin. Industrie, Konservenfabrik schon mal erforschen, 4.000. Und später kostet sie nochmal 13.000. Können wir weitere Fischereihäfen hinbauen. Ach. Wir könnten die Löhne im Prinzip schon mal angleichen und gucken, wie wir damit klarkommen. Und sobald wir die Aufgabe erfüllt haben, könnten wir das Ganze wieder runtersetzen. Das ist nicht unbedingt das Problem. Was unterscheidet die erste von... So. Außenministerium, der Hafen. Heute leben alle nur von Wahlen. Die Leute wollen... Weil sie El Presidente lieben und ihn unterstützen wollen. Warum brauchen sie dazu überhaupt Wahlen? Aber die Menschen wollen ihre Meinung kundtun, Penultimo. Das können sie, indem sie für El Presidente stimmen. Genau so ist es. Wer das nicht macht, der mag mich nicht. Und wer mich nicht mag, der wird verhaftet. So einfach geht das. So, dann brauchen wir noch einen weiteren Fischerhafen. Einmal hier. Und noch einen Fischerhafen. Hier. Straßen dazu. Und ja, wir werden uns auch um den Tourismus kümmern. Das wird auch ein wichtiges Standbein in unserer Sache hier sein. Ohne den wären wir verloren.
Da sind keine Farmen, also kann ich da ein Fuhrparkbüro hinbauen. Die haben hier alles angepflanzt, das ist schön. Da wächst, was genau? Die Ananas. Ach, die Ananas. Da ist sie. Die süße. Die nasse Anna. Okay, die Mülldeponie dürfte ein bisschen überfordert sein mittlerweile. Dann bauen wir gleich eine neue. Kommt dann am besten hier oben mit hin. Damit die gleich die Farben mit abläuft. Schnell bauen brauchen wir nicht. Aber wir brauchen jetzt auch langsam Strom. Damit wir die Mülldeponien und auch die jeweiligen Industriedinger besser bedienen können. Und dann setzen wir den Mindestlohn irgendwann auf $20 fest. Froh, dass der Zucker sich hier noch einigermaßen gut vertreiben lässt. Vielleicht machen wir hier noch ein bisschen Zucker hin. Um so viel wie möglich aus der Rumdistillerie rauszuholen. Eventuell bauen wir noch eine zweite direkt daneben. Das Fuhrparkbüro kann ich schnell selber fertig bauen. Da liegen noch 12.000 bereit. Der Fischerhafen ist fertig, sehr gut. Auch wenn es kein so perfektes Gebiet ist. Hier wäre es wesentlich schöner, aber da können wir keine Fischerhäfen hinbauen. Hier eventuell noch einen hin. Ausgerechnet das, was so in der Nähe unserer Insel ist, ist alles so leicht rot, nicht schön. Hier könnte man das noch machen, aber da kommt nachher Touristik hin. Tourismus. Tourismus, der mal mit muss. Weitere Straßen. Oh, die schlängelt sich gerade so dran vorbei. Okay, hat geklappt. Dann haben wir jetzt auch eine Straße nach hinten, einmal komplett rum. Wer auch immer rumfahren möchte, der kann das jetzt tun. Vielleicht diejenigen, die sich das Gebäude mal ansehen wollen. Die Insel meine ich. So, 20.000 haben wir jetzt wieder. Da ist der zweite Hafen, der hat auch schon die ersten Arbeiter. 193 Leute bewohnen jetzt unsere Insel. Es werden also auch immer mehr Obdachlose. Und wir müssen dafür sorgen, dass weitere Wohnungen dastehen. Die Tropikaner erwarten eine Wahl ohne Rede. Die Leute lieben mich. Die Vieh Ranch sieht ziemlich ausgehungert aus. Das ist nicht gut. Wir können froh sein, wenn wir noch die ein oder anderen Flecken finden, auf denen wir dann die Vieh Ranch hinbauen können. Da hinten noch. Denn ist Schluss. Also vier Ranches lohnen sich hier überhaupt nicht. Wie konnte El Presidente nur eine Mülldeponie auf meiner Lieblingswiese errichten lassen? So viele Naturschätze, für immer verloren. 25 Pflanzenarten, 12 verschiedene Reptilienarten und ein süßes Häschen. Klopfer, ich vermisse dich so. Na Gott. Wir bauen die Windturbinen hier oben mit hin. Eine Straße schon mal auf die andere Seite ziehen. Man kann ja nie wissen, vielleicht brauchen wir mal eine. So, unsere Baubüros sind beschäftigt. Wir bauen auch noch ein weiteres. Ein weiteres, wohlgemerkt. Schnell bauen. Das brauchst du nicht fertig machen. Mach lieber den Rest fertig. Wir haben einfach nicht genug Angestellte, wir brauchen wesentlich mehr Leute. Gute Nachrichten. Und jetzt sind wir auch noch von der Außenwelt abgeschnitten. Keine Leute kommen nach Tropico, weil jetzt gerade wieder eine Seuche ausgebrochen ist. Das ist aber schön. Wie stelle ich die Gebäude auf? So, machen wir erstmal eins, da müssen wir was verkaufen. 5.300 sind da, 10.000 da. Gut, dann kümmern wir uns erst einmal um die Infrastruktur der Leute. Das bedeutet, schöne Häuser bauen. Die Windturbinen bauen. Die jetzt schon fertig gemacht werden, sehr gut. Dann können wir die Umspannwerke gleich in die Wege leiten. Sobald wir dann Kohle haben. Dankeschön, immerhin 8.000, da sind nochmal 20.000, sehr gut. Durch den teuren Gewürzrum. Dann dürfen wir jetzt ein Umspannwerk bauen.
Gut, dass das Baubüro wenigstens arbeitet. Aber keiner sieht sich dafür zuständig, doch einer. Zuneigung ist okay. Wir haben gerade mal 22 Stimmen gegen uns, der Rest ist in Ordnung. Die Unterhaltung steigt mittlerweile auf 52. Allgemein ist die Zufriedenheit sehr, sehr hoch. Das wundert mich. Dabei haben wir hier noch ein bisschen Kriminalität, aber das ist gar nicht so schlimm. Glückwunsch, Präsidente. Wir haben gewonnen. So, dann noch ein weiteres Umspannwerk direkt hinter die Schulen. Und dann können wir von hier aus alles rüber swingen lassen, genau. Bin gespannt, wie weit das geht. Das dürfte bis hier ungefähr gehen. Bis zu den Ranches. Dann können wir die Mülldeponie zumindest schon mal mit Strom versorgen. Der baut das fast fertig. Aber eben nur fast. An dieser Stelle speichere ich schon mal ab. Ich glaube oder habe die Befürchtung,